You think I'm shit? Well, you're wrong. 'Cause I'm champagne and you're shit. Voll, voll, die Presse, voll, Presse, voll, Presse, voll, Presse. Ja, klar, also nicht jedes Kunstwerk muss einen ansprechen. Also das, das ist richtig. Ist das ja auch bei anderen Kunstwerken so, sage ich jetzt mal. Oder bei anderen Bildern, was auch immer. Ja, ja, das ist schon richtig. Aber mich spricht es nicht an. Ja. Prollo, wo würdest du den Bart Simpson hintätowieren lassen? Ja, ich habe mir schon überlegt, ob ich mir so ein Duff-Bier-Fass auf den Bauch tätowieren lasse. Aber das gibt es ja eigentlich nur in Dosen, das Bier. Deswegen... Hey, 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 ho, ho, ho. Herzlich willkommen zu unserem Medien- und Presse-Podcast, voll in die Presse, live aus dem Sommerloch. Wir haben gerade hier 5 Minuten uns schweigend angeguckt und überlegt, was hier wird eigentlich Neues, und es gibt nichts Neues. Also Heizungsgesetz viel und Regierung in Dänemark, nee, Belgien, Niederlande, ja, die anderen Niederlande. Europa irgendwo. Ja. In Europa hat sich eine Regierung aufgelöst und... Das wollen wir hier nicht bringen. Deswegen würde ich sagen, gucken wir einfach mal, wohin uns das Sommerloch so treibt. Herzlich willkommen in oder auf der Ponderosa. Meine lieben Freunde, Beef Rogers, Hallöchen. Herr Sommer und Prollo Ferrari. Wie passend, sehr schön. Ja. Du bist vorbereitet, dann kannst du auch gleich mal erzählen, was du bei 38 Grad im Schatten heute so Schönes getan hast oder heute mit uns noch vorhast. Wir schwitzen uns hier gerade einen Wolf und das könnte die Einleitung für ein Bierchen sein, aber du kannst auch erstmal was erzählen. Ja, sicher. Ich habe den Flaschenöffner auch schon vor mir. Tatsächlich war ich heute im Freibad und es war nicht so voll, wie man meinen würde, denn offensichtlich sind alle im Urlaub. Und für euch habe ich gleich ein kleines Rätsel für den Lokalpatrioten vorbereitet über die Stadt Bonn und ihre Google-Bewertungen. Und ansonsten habe ich noch eine kleine Verbraucherinformation für alle, die sich mit Copyright gerne informieren möchten für ihre privaten und öffentlichen Konzerte. Ja, und dann Verbraucherwarnung oder Verbraucherinfo, das hatte der Sammer gerade auch schon so als Stichwort fallen lassen, Stichwort Urlaub. Ja, ja, wir haben ja Urlaubszeit, wird auch noch ein bisschen dauern und es gibt bestimmt den einen oder anderen, der auch nach Griechenland fährt. Und gerade für Griechenlandreisen habe ich natürlich noch einen ganz heißen, wichtigen, fürs Portemonnaie ganz wichtigen Verbrauchertipp. Oh. Muss die Euro-Münzen nämlich auf Griechisch umschalten. Genau, genau. Und ansonsten habe ich aber auch noch interessante Sachen mit, ne? Wie man zum Beispiel mit einer einzigen Handlung 20 Jahre Arbeit zunichte machen kann. Einen schönen Quickie habe ich auch noch. Okay, dann fällt gerade eine Story bei mir raus. Bei mir auch übrigens. Ich glaube, es waren 25 Jahre, aber wir kommen dazu. Aber jetzt seid ihr besonders gespannt, was das wohl sein mag. Beef, was hast du denn außerdem sonst noch dabei? Also ich habe heute nur schöne Themen. Also jetzt gar nichts unterhalb der Gürtellinie. Ich habe was im, ich habe was ein Unterwasserthema und ich habe ein Thema über eine Berühmtheit, die also von dem jeder schon mal gehört hat, aber der eigentlich gar nicht berühmt sein wollte. Es ist ein bisschen kompliziert. Hm. Genau. Aber so ein Unterwasserthema, jetzt Beef, das, ich kenne dich, also das ist doch eigentlich auch unter der Gürtellinie. Ja, wo du schwimmst, ja, du schwimmst ja nicht mit der Gürtellinie über Wasser, sondern unter. Ja, sehr schön, das ist in dem Fall nicht nur mit der Gürtellinie unter Wasser, sondern noch mehr. Und genau, ist aber kein, geht auch nicht um Tiefseetauchen, das hatte er ja in der vorherigen Folge schon bearbeitet. Und nee, es ist ein schönes Thema, überraschend vielleicht. So, damit es hier gar nicht erst trocken zugeht, habe ich mal ein schönes alkoholfreies Corona mitgebracht. Die Eltern unter uns erinnern sich, mit Corona, da war ja was. Und so Patient Zero. Ja. Genau. Ich glaube, das sind auch, ist nicht das erste Mal, dass ich Corona mitbringe hier. Also auch das Bier im Wesentlichen. Und heute mal ein bisschen, wollen wir mal probieren. Aber ich glaube, das alkoholfreie hatten wir noch nie. So 0-0er. Ja, wunderbar. Prost. Prost. Ist im Übrigen eine Empfehlung, die ich gestern gelesen habe. Bei diesen heißen Temperaturen soll man ja viel trinken. Auf Platz 1 der idealen Durstlöscher ist natürlich das Wasser und auf Platz 2 der Tee. Aber schon auf Platz 3 war alkoholfreies Bier. Also. Und da möchte ich mal außer der Reihe erwähnen, ich habe gerade eben gelesen,
dass der Absatz von alkoholfreiem Bier durch die Decke geht. Im Gegensatz zu normalem Bier. Ja, das mit Bier ist ja so teuer geworden. Was? Das mit Alkohol ist ja so teuer geworden. Ja gut, aber das mit ohne Alkohol ist wahrscheinlich nicht günstiger. Nein, das ist im Zweifel noch teurer. Das war nur ein Scherz. Ja. Vielleicht noch ganz kurz zu meinen Themen. Ich habe verschiedene, ich versuche das jetzt irgendwie alles hier heute irgendwie reinzumogeln. Was ich aber auf jeden Fall erzählen wollte, ist von einem 60-jährigen Baseballspieler, der einen genialen Vertrag einst abgeschlossen hat und der jetzt einmal im Jahr gefeiert wird oder ja sogar einen eigenen Tag hat. Und wenn wir dazu kommen, dann könnte man noch so ein bisschen von den Leiden tätowierter Menschen erzählen. Da ist eine ganz aktuelle Geschichte aus Wales bekannt geworden. Und das lädt dann ein zu mehr Statistik, möchte ich nicht sagen, wieder in die Runde ganz kurz zu werfen. Wer von euch ist eigentlich tätowiert? Keiner. Ich nicht. Ich wäre es, wenn ich mich endlich entscheiden könnte. Okay. So habe ich auch die letzten 25 Jahre kein Tattoo gehabt, weil ich es früher mal machen wollte, unbedingt zwischen den Schulterblättern, aber keins habe. Und du auch nicht, Beef? Nee, weil gerade auch was zwischen den Schulterblättern ist, rutscht mit, wie soll ich sagen, der Lappigkeit der Haut dann immer weiter nach unten und dann hast du doch einen Arsch gemacht. Ja, ist im Arsch, genau. Ja. Aber das ist doch mal, finde ich, ein ganz, ganz interessantes Thema. Wie steht ihr denn zu Tattoos? Also ja, aber ganz kurz, können wir gerne weiter vertiefen. Ich wollte nur sagen, das passt so geil. Ich wusste, ich kenne euch, habe euch alle schon nackt gesehen. Wir machen diesen Podcast im Übrigen nackt, für die, die es nicht wissen. Deswegen gibt es da auch kein Video-Feed auf von. Ledersessel. Auf Ledersessel. Wir sind danach noch zusammen am Set. Aber in diesem Artikel, den ich da habe, ist eine interessante Statistik der Art, wie wir sie mögen. Denn jeder fünfte Deutsche ist inzwischen tätowiert. Und wir sind jetzt vier Typen hier. Das heißt, wenn wir noch einen fünften Deutschen am Tisch hätten, müsste der eigentlich tätowiert sein. Aber wir sind jetzt die vier, die es nicht sind. Das heißt, der nächste ist es dann. Aber wir können jetzt natürlich, da wir nicht tätowiert sind, auch sticheln. Ne? Also das ist das nach Geschlechtern gleich verteilt? Da muss ich gleich in den Artikel reingucken. Wir können den gleich mal machen. Aber der Sommer wollte ja noch eine Grundsatzdiskussion zum Tätowieren abbrechen. Ich finde das jetzt ganz interessant, weil als ich ein Kind war, sage ich mal, da hatten nur Seemänner und Leute, die im Knast waren, gefühlt ein Tattoo. Dann irgendwie, keine Ahnung, in meiner erweiterten Jugend irgendwann, weiß ich nicht ab wie viel, wurden Tattoos dann so in, dass plötzlich eigentlich nur noch cool war, wer ein Tattoo hatte. Da gab es dann ja auch irgendwann im Zuge dessen das Arschgeweih. Und ich habe irgendwie trotzdem irgendwie nie eins gemacht. Und jetzt stelle ich mich die Frage, bin ich jetzt eigentlich nicht viel cooler, weil ich etwas nämlich nicht gemacht habe, was irgendwie jetzt so ein Massenphänomen schon geworden ist? Also sind wir nicht sozusagen eigentlich fast Trendsetter als nicht Tätowierte? Da kann ja der Prollo fast dazu sagen, weil immer wenn ich ins Freibad gehe, da warst du ja heute Morgen, dann stelle ich fest, dass ich fast schon was Besonderes bin, weil meine Haut sozusagen noch kein Tattoo. Bingo. Ja. Mein erstes Tattoo habe ich heute direkt früh in der Bäckerei gesehen. Das war irgendwie so ein Tabaluga-Drache oder so. Deswegen ist mir das aufgefallen. Kann man machen. Und im Freibad geht es bis, also von Mini-Tattoo bis hin zu halb voll. Alles dabei. Halb voll, also Körper jetzt. Also halb volle von der Fläche jetzt her. Es gibt ja solche und solche. Es gibt ja die sind so angemalt, die können sich anziehen, wie sie wollen. Da siehst du das Tattoo immer. Aber was ich halt immer so ein bisschen albern finde, da muss ich zumindest drüber schmunzeln, wenn Leute, die offensichtlich, also man kann natürlich nicht sicher sagen, wie viele Tattoos sie haben, aber wenn sie sich genau so anziehen, dass genau das Tattoo irgendwie zu sehen ist. Aber an so einer Stelle, die man normalerweise nicht offenlegen würde. Ja, das habe ich letztens auch gesehen. Da hatte eine Frau so ein irgendwie gar nicht mal so schönes Tattoo auf ihrem Oberschenkel und dann trug sie so einen geschlitzten Rock, der genau den rechten Oberschenkel, vielleicht hat sie auf dem linken auch einen, aber jedenfalls den rechten mit dem großen Tattoo freilegte. Da habe ich auch gedacht, naja, da hast du aber lang nach gesucht. Genau, kann sich auch gleich irgendwie ein Loch in die Hose schneiden oder so und dann da das Tattoo zeigen. Also tatsächlich ist diese Tattoo-Flut, hat bei mir dazu beigetragen, dass mein Wunsch, den ich wirklich immer hatte, total abgekühlt ist. Dass ich jetzt eher überlege, so, ja, willst du in diesen Club jetzt da auch noch eintreten? Also vielleicht ein kleiner Fakt, also die Frauenfrage kann ich nicht genau beantworten. Was
Was ist das denn? Hast du ein neues Haustier? Ich glaube, eine kotzende Katze von den Nachbarn oder so. Ist da irgendwie ein furzenden Igel? Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, eine Katze, die sich, die irgendwas hochwirkt. Ja, aber nicht in meinem Garten, ey. Aua! Jetzt, er will keine Amseln in seinem Garten haben und auch keine Katzen. Aber Bäume sind okay, oder? Bäume sind okay, aber die kotzen ja auch nicht. Boah, echt. Immer, das sind immer die Scheißkatzen von den Nachbarn, die kotzen dann bei mir in Katzenkotze. Naja, egal. Was ich sagen wollte, hier steht drin, dass sich die Zahl der tätowierten Menschen in Deutschland in den letzten 7 Jahren verdoppelt hat. Okay. Das ist hier aus Merkur.de, die allerdings auch nur von der Süddeutschen Beefs Lieblingszeitung abgeschrieben haben. Und das Ipsos-Institut hat es ermittelt. Also das ist echt krass. Ich fände ja mal spannend, ich weiß nicht, ob das bei der Befragung da noch weiter aufgedröselt wird, was die Leute sich tätowieren. Also ob es da auch noch irgendwie, also dass sich viele Leute irgendwie tätowieren lassen, das steht außer Frage. Wobei es ja immer, ich hatte eben jetzt 20, also jeder Fünfte 20%, also es sind ja 80% nicht tätowiert. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass das natürlich, wenn dann die höheren Altersschichten auch mitgezählt sind, dann wird sich das gerade in den jüngeren Segmenten, also ich sag mal alles zwischen 15 und 55 oder sowas, wird sich dann wahrscheinlich noch ein bisschen verschiebender Anteil, unterstelle ich mal, dass da mehr Leute im Verhältnis tätowiert sind. Spannend wäre für mich zu fragen oder zu überlegen, was die Leute sich tätowieren, weil ich finde das manchmal auch so skurril, also was man dann auch sieht, also manche schreiben, lassen sich die Namen der Kinder oder so auf den Arm tätowieren. Ja, es gibt ja so eine ich glaube, Instagram-Seite mit so Tattoo-Fails, wo Leute sich irgendwelches Englisch haben tätowieren lassen, was dann leider falsch ist. Das steht hier nicht, weil der Artikel geht ja eigentlich um eine Waliserin, die aufgrund ihrer vielen Tattoos, sie hat 800 Stück, keinen Job 800? Findet. 800, ja. Ich kann das ja gerade noch zu Ende erzählen. Die sucht eben einen Job und das Witzige ist, den Job, den sie nicht bekommen hat, aufgrund ihrer Tattoos, die sie auch im Gesicht hat, also wirklich überall, war Toilettenreinigerin. Okay. Also da hätte ich jetzt gedacht, ja, kannst du eigentlich machen, wie du willst. Für die Anwesenden kann ich ein Foto zeigen, für die anderen müsstet ihr es mal gerade beschreiben. Also es sieht schon etwas spooky aus. Okay, Melissa, die ist im Gesicht durch und durch tätowiert. Irgendwie, es sieht fast aus wie ein Gemälde, nicht wie irgendwie ein Bild von einer Person, sondern wie ein Gemälde. Und man sieht eigentlich nur die Lippen und so helle, freie Stellen um die Augen herum. Um die Augen hat es auch noch so kleine rosa Herzen. Sie hat sich quasi so einen Ring aus rosa Herzen um die Augen tätowiert. Und also könnte irgendwie bei Star Wars oder so mitspielen. Ja, das wäre absolut passend. Sieht ein bisschen spooky aus. Sie hat dann noch so kurzgeschorene rote Haare, wie das in Wales so üblich ist. Und aber trotzdem, warum soll die nicht mit dem Tattoo-Gesicht Klos putzen dürfen? Kann man doch auch was mit Telefon machen. Man kann was mit Telefon machen, aber ich hätte jetzt gedacht, das stört auch nicht, wenn sie, also die ist ja jetzt vielleicht nicht Empfangsdame oder so. Ja, aber stell dir vor, du musst dringend da auf die Toilette und plötzlich, dann erschreckst du dich doch schon. Also gibst du, komm. Und dann brauchst du eine frische Unterhose. Ja, vielleicht haben die Gäste Angst vor ihr. Ja, das kann natürlich sein. Ja, wobei ich jetzt, also so Gesichtstattoos finde ich, also jetzt, das ist jetzt mein persönlicher Geschmack, irgendwie jetzt auch, kann jeder machen, wie er will, es ist ein freies Land, aber das finde ich schon tatsächlich so ein bisschen spooky irgendwie, also wo ich auch so denke, also ich finde das auch so vom Anblick ungewohnt. Vielleicht sieht man es halt auch noch sehr selten, aber weil so Tattoos an Armen, Schultern, Beinen, keine Ahnung, okay, ist einfach auch häufiger. Aber Gesichtstattoos sieht man ja schon sehr selten. Aber das finde ich tatsächlich immer noch beim Sehen auch befremdlich. Okay, das lädt mich doch ein. Ich habe ja gerade schon verraten, was meine Lieblingsstelle wäre zwischen den Schulterblättern. Wenn ihr euch tätowieren lassen würdet, wo würdet ihr es denn tun? Am ehesten. Hm. Und wir wollen ja über der Gürtellinie bleiben. Der Sammer grinst schon so. Ja, ich sag jetzt nicht natürlich da, wo am meisten Platz ist, aber. Am Arsch. Na, Quatsch, sag mal. Keine Ahnung. Also kommt das für dich auch gar nicht in Frage, wenn du, also der. Also ich habe überhaupt kein Bedürfnis danach, mich tätowieren zu lassen. Und wenn, dann würde ich es vielleicht tatsächlich irgendwie so im hinteren Schulterbereich vielleicht. Okay.
Ich habe mir gerade für mich die Frage überlegt, will ich sehen oder sollen es andere sehen? Das ist ja irgendwie immer so ein bisschen der Punkt. Also und also will man es nur zeigen anderen, dann wäre auch so ein Oberarm irgendwie so nach außen hin, wäre dann so eine mögliche Stelle. Aber wenn ich es selber irgendwie sehen will, dann... Ja, also apropos zeigen, was ja total inflationär ist als Tattoo, ist der einseitig oder zweiseitig tätowierte Unterarm. Das sieht man ja richtig häufig. Also früher haben die sich das immer auf dem Oberarm gemacht. Ja. Da hat man es halt dummerweise im Winter nicht gesehen. Jetzt ist total in sich, die Unterarme zumindest mit tätowieren zu lassen und dann natürlich immer schön Hemd hochkrempeln. Und dann sieht jeder so, oh, verrückter, wilder Typ. Ja, genau. Das knüpft ja an das an, was wir schon gesagt hatten. Und ich finde manchmal, also zumindest so auf die Entfernung, sieht das dann so ein bisschen so aus, als hätten die sich, so wie wir früher in der Schule, so mit den Stiften, mit Kugelschreiber und so selbst so die Arme angemalt. Das sieht ja noch nicht mal, also vielleicht schon, wenn man es dann genau betrachtet, ja, dann mag das anders sein. Aber so auf die Entfernung kann ich noch nicht mal behaupten, dass das irgendwie künstlerisch oder so aussieht. Ja, aber das kommt, das kann man so pauschal nicht sagen. Das kommt wirklich sehr darauf an. Manche sehen echt cool aus, muss ich schon sagen. War ja letzte Woche da auf dem Metal-Konzert mit unserem Kumpel, kein Friseur. Und da siehst du ja alles. Und was ich so ein bisschen bizarr immer finde, ist, wenn Leute sich so komplett die Haut einfach nur schwarz machen. Also einfach nur so einfärben. Das kann auch nicht gesund sein. Und abgesehen davon sieht es auch einfach komisch aus. Ich glaube, mit diesen Selbstgestochenen, das kommt bei dir so ein bisschen aus deiner Knastvergangenheit. Das ist natürlich dann, dass das so klingelt, dass du da das dann irgendwie noch öfter gesehen hast. Ja, war klar, Beef, dass du dann jetzt natürlich drauf rumreiten musst, auf den alten Geschichten. Ja, nee, aber jetzt mal ganz ehrlich, ich habe ja extra gesagt, wenn man sich es genau anguckt, mag das anders sein. Aber ich finde, eigentlich in den seltensten Fällen, wenn im Supermarkt irgendwie guckst da hinten hin oder du gehst über die Straße, ich finde nicht, dass es gut aussieht. Es sieht aus, als hätte wirklich, als hätte man sich, keine Ahnung, oder als wäre man irgendwie in Topfarbe gefallen. Also auf die Distanz kann ich daran irgendwie nichts wirklich Schönes finden. Wenn man es natürlich in der Nähe sich anschaut, dann mag das durchaus auch gelungen, künstlerisch wertvoll und sonst wie sein, aber irgendwie nichts, was die Person so auf die Distanz irgendwie verschönert, finde ich. Also das ist ja auch, ich meine, man kann jetzt natürlich sagen. Das ist sagen, aber jetzt sehr Geschmackssache. Bei dir ist auch gesagt. Also ich meine, also ja klar, also nicht jedes Kunstwerk muss einen ansprechen. Also das, das ist richtig. Ist das ja auch bei anderen Kunstwerken so, sage ich jetzt mal, oder bei anderen Bildern, was auch immer. Ja, das ist schon richtig. Aber mich spricht es nicht an. Ja. Prollo, wo würdest du den Bart Simpson hintätowieren lassen? Ja, ich habe mir schon überlegt, ob ich mir so ein Duff-Bier-Fass auf den Bauch tätowieren lasse. Aber das gibt es ja eigentlich nur in Dosen, das Bier, deswegen schwierig. Ja. Das ist halt tatsächlich meine größte Sorge, dass ich irgendwann so als Schnapsidee mir irgendwas Albernes tätowieren lasse, was ich dann nach 2 Jahren selber nicht mehr sehen kann und mich dann einfach ärgere. Ja, man kann es ja heutzutage weglasern. Ich will gerade noch die Geschichte hier zu Ende erzählen, denn die gute Melissa, die hat natürlich die Presse gesucht und der Daily Star hat diese ganze Geschichte bekannt gemacht und sie hat gesagt, sie wolle auf jeden Fall arbeiten. Also wenn ein Jobangebot käme, würde sie es annehmen. Sie hätte allerdings das Problem, dass sie 3-mal pro Woche zum Tätowierer geht. Also die macht sich 3 Tattoos pro Woche und hat das Ziel, ins Guinness-Buch der Rekorde damit zu kommen und möchte auch mit 70 sich noch weiter Tattoos stechen lassen. Ich weiß nicht, wo die dann noch Platz finden. Aber der Raum ist ja begrenzt oder sie nimmt gewaltig zu oder so. Dann, ja, oder man, ich weiß nicht, aber vielleicht kann man auch drüber malen oder so. Und das ist jetzt meine letzte Anmerkung und jetzt müsste ich euch mal ein paar richtig fiese Bilder im Kopf zaubern. Der Prollo war jetzt heute im Schwimmbad und wir haben gehört, dass die Zahl der tätowierten Deutschen allein in den 7 Jahren sich verdoppelt hat. Also sagen wir mal, das geht noch so ein bisschen so weiter und irgendwann ist ja quasi halb Deutschland tätowiert. Und dann gehst du in 30 Jahren wieder ins Schwimmbad und dann sind diese ganzen Leute 70.
Ich würde mal darauf wetten, dass das ganz witzig wird, wenn du dann irgendwo die, wie du schon andeutest, die Tattoos an Stellen inzwischen wiederfindest, wo sie eigentlich nicht sein sollten, aber dann so ein bisschen verunglückt. Dann rutscht halt das Bild von der Angetrauten dann doch irgendwie, keine Ahnung, vom Oberarm ans Handgelenk oder so. Ja, das kann natürlich passieren. Beim Unterarmspeck. Naja. Oder es wird je nach Gewichtszunahme ein bisschen gedehnt. Also das kann ja sein. vielleicht passt es dann zu Angetrauten. Ja, genau, die nimmt vielleicht mit zu. Ja, das wäre natürlich schön. So, ich habe da mal was vorbereitet. Kleine Rätselrunde für euch. Die habe ich vom Generalanzeiger, geklaut, entliehen, geborgt. Gebenchmarkt. Okay. Okay. Entschuldigung. Hast du den auch geborgt? Das kann ich wieder. Also, der Generalanzeiger hat sich mal die Mühe gemacht und so Bonner Sehenswürdigkeiten ergoogelt und hat mal ein paar schicke, spezielle, kuriose, unser Dauerthema, Bewertungen auf Google zu den üblichen Bonner Sehenswürdigkeiten rausgesucht. Ich gebe euch jetzt mal jeweils drei davon. Das ist jeweils eine kleine Sammlung zu jeweils einer Sehenswürdigkeit und möchte euch bitten, dass ihr euch eine aussucht, die Bewertungen vortragt und mir dann sagt, um welche Sehenswürdigkeit es sich handeln mag. Also auf jeden Fall lustig. Wie fängt an, würde ich sagen. Also, ja. Also ich soll jetzt quasi hier die Bewertung zu dem einen Punkt vorlesen und dann sagen, wo ich vermute, was es dann ist. Ja. Also ich habe, das ist ja mit Nummer 10 tituliert, nur bedingt interessant, da ich keine Noten lesen kann. Und Beethoven war nicht da, enttäuschend. Ich vermute mal das Beethovenhaus. Das ist völlig richtig. Warte. Beethoven war nicht da, enttäuschend. Wie geil. Ah, kulturelle Background ist nicht bei jedem gleich. Ja. Also ich weiß nicht, das ist jetzt aber online, die Kommentare. Ja, das sind so Google. Also, das hätte ich jetzt gesagt, sonst ich weiß ja nicht, wie alt er war. Also der Kommentar. Ja, also, so lange gibt es früher noch in der Tageszeitung gewesen. Die sind irgendwie alle so lustig, weil man sich versucht vorzustellen. Ich muss jetzt gucken. Ich habe da ein paar andere, also der andere ist auch geil. Aber mach du mal, das ist großartig. Ja, also hier, das ist, glaube ich, einfach. Und zwar stattlich ehrenhafte Konstruktion mit viel Geschmack. Als Kanzler wäre ich niemals eingezogen. Was ist das? Das Bundeskanzleramt? Der Kanzlerbungalow. Der Kanzlerbungalow, ja, das meine ich ja. Shit, oh. Shit, oh. Nee, warte mal, da muss ich ja eigentlich bei dem, muss ich ja dann so den machen. Genau. Ehrlich. Nee, aber was ich eigentlich vorlesen wollte, ist der hier. Ich war dort lediglich im Rahmen von Kranarbeiten tätig. Ein schönes Gerüst, das Schloss dahinter stört nur. Also ich würde sagen, der Typ hat irgendwie am Bonner Münster gearbeitet. Kann das sein? Ah, fast. Poppelsdorfer Schloss. Ja, richtig. Schon wieder. Okay, sag mal, also mehr Glück für dich. Ich habe hier eine, ich weiß es nicht, aber da steht, also die Bewertung lautet, ich habe verstanden, dass Kunst nur eine Auslegungssache ist und ein anderer User sagt, ich habe dort nur gegessen, war gut. Also hört sich für mich irgendwie nach Museumsmeile an, der Kunstmuseum. Kunstmuseum, die 9 hast du dann wahrscheinlich. Ja. Richtig. Ich habe auch noch ein schönes, das ist die 11. Das sind einfach auch zwei sehr schöne Kommentare. Der eine Kommentar ist, guter Kackplatz für Hunde. Und der zweite Kommentar, zu viele Pflanzen. Ist das ein botanischer Garten oder was? Ja? Ja, richtig. Die fällt voll auf hier. Mann. Google-Ranker werden. Geil. Also dann muss ich mal die 1 noch versuchen. Nicht der ideale Platz für eine Taube. Der Kerl wäre heute wahrscheinlich ein Star in der Metal-Szene. Bietet alles, was man von einer Skulptur erwartet. Beethoven-Denkmal auf dem Münsterplatz. Ja, endlich. Ja, jetzt hast du aber abgeräumt hier. Jetzt holst du auf.
Du hast doch auch welche, aber du kennst die alle, oder? Na, ich habe euch die verteilt, aber natürlich kenne ich die alle. Was ist denn mit denen, die da liegen? Die fand ich jetzt spontan nicht mehr so toll. Ach so, ja, dann muss der Sommer nochmal. Ja, okay, also das hier raff ich nicht ganz, deswegen ist das vielleicht ganz passend. Abgesehen von aufdringlichen Polizisten ist die Atmosphäre eigentlich perfekt. One nicer place von den Vibes her. Was ist denn, Polizeirevier über Bornheimer Straße oder was? Nee, bekannter. Es ist ein Rasen, wo du auch schon drauf warst. Das Hofgarten? Ja. Ist ja auch ein nicer place, oder? Nicer place. Ja, mit nur Vibes. Eben aufdringliche Polizisten. Aufdringliche Polizisten, das sehe ich jetzt irgendwie nicht so richtig. Vielleicht kommt das drauf an, wie man sich verhält, dass die mehr oder weniger aufdringlich sind. Ja, oder wenn du da vielleicht bei irgendeiner Demo bist, dann aber. Ja. Ich habe hier noch eins, ist auch imposantes Gebäude für Bonn, vielleicht etwas zu imposant. Mir hat vor allem die erschöpfende Ausstellung internationaler Briefkästen gefallen. Und da geht man halt arbeiten, sonst nichts. Ich sag mal, Posttower? Ein, wie das, nennt sich das? Das war Trio. Easy. Ein Hattrick. Ja. Komm, einen habe ich aber selber noch. Den finde ich jetzt noch imposantes Gebäude. Beef gewinnen. So, der Beef hat zu null gespielt. Hier zwei kleine Bewertungen. Die Wüste ist etwas in die Jahre gekommen und es gibt keine lebenden Tiere. Die Wüste. Die Wüste. Ach, ist das hier das, wie heißt das, Museum König? Ja, du bist aber hier. Meine Güte. Unterwegs. Also Museum König war ja. Ich tatsächlich öfter mit den Kindern. Also, aber als wie gesagt, die Wüste. Hm. Also eine relativ große, so eine ja. Wüsten mit Wüstentieren, ja. Ausstellung. Aber alles ausgestopft offenbar. Ja, ist ja auch nicht umzäunt und keine Glasscheibe. War ich ganz dankbar bei dem einen oder anderen Tier. Der Beef bringt ja irgendwie zu viel Intellekt rein. Das also, tut mir das leid. Echt. Er liest auch die Süddeutsche. Ja. Aber ich lese ja nur, ich verstehe es ja nicht. Das ist der Unterschied. Ja, das sagst du immer, seid ihr wach? Schönes Quiz. Siehst du? Das war ein Artikel oder war das einfach eine lose Sammlung? Das war eine lose Sammlung als Fotoreihe, dass noch ein bisschen Werbung dazwischen passt. Ah, sehr gut. Still. Und der Generalanzeiger hat die Kommentare selbst zusammengesucht quasi, oder? Ja, das wird ja wahrscheinlich der Praktikant oder so. Aber bei Google einfach die ganz normalen. Ja, ganz normal. Ich finde ja auf Amazon macht das ja so ein bisschen offensiver und schreibt dich dann, wenn du das nicht abbestellst, auch an zu den Produkten, die du kaufst, wie es dir dann gefallen hat. Und da können Leute auch Fragen stellen, die dir dann dargereicht werden. Und am witzigsten finde ich eigentlich immer die Antworten wie keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, genau. da merkst du so richtig, dass die auch so eine E-Mail bekommen haben und dachten, sie müssen jetzt irgendwas antworten. Ne? Dass sie vielleicht nur dann antworten, wenn sie auch die Antwort kennen. Aber das habe ich auch schon häufiger gelesen. Siehst du? Ja, sehr schön. Oder auch nur dann antworten, wenn sie überhaupt nur was zu sagen haben. Das richtig. Ist ja immer noch schön. Ja, das gilt ja für so viele Dinge. Aber der Sommer hat was zu sagen. Ja, der zuckelt hier schon am Leute, Papier. Ist doch Urlaubszeit. Ist doch Urlaubszeit und irgendwie alle wollen in den Süden. Nein, nicht alle, aber viele wollen in den Süden. Und nicht wenige auch nach Griechenland. Bisschen Tzatziki, bisschen lecker Gyros und vielleicht auch andere Sachen. Man kennt das ja, würde der Prollo die Geschichte einleiten. Du bist unterwegs auf der Insel Mykonos. So, und dann bist du irgendwie in Mykonos-Stadt und gehst dort, weil du irgendwie Durst hast, in ein Restaurant. Der Kellner sagt dir, hier, Liegestühle könnt ihr nutzen, wenn ihr zwei Getränke kauft. Ja, kein Problem, denkst du, zwei Getränke, ja, why not? Nimmst die Liegestühle. Dann irgendwie kommt der Kellner dauernd noch angerannt und ist irgendwie so auch so ein bisschen aufdringlich und will euch die ganze Zeit irgendwie was aufschwatzen. Ja, und dann, okay, gibst du nach, dann holst du dir noch ein Bier, ein Mojito und für die Kids zwei Milchshakes. Ja, was soll's. Bei der Frage nach der Getränkekarte, irgendwie mit der kommst du irgendwie nicht durch. Da ist er irgendwie so ein bisschen zurückhaltend, der Kellner. Und irgendwann schwatzt er ihnen auch noch was zu essen auf. Auf der Speisekarte stehen Kalamari für 19 Euro, die er empfiehlt. Bestellst du, kein Thema. Jo, und irgendwann ist es halt soweit, weiß nicht, nach einer Stunde oder so, willst du wieder gehen, willst die Rechnung haben. Ja, was glaubt ihr? Zwei Milchshakes, ein Bier
Was hatten wir noch? Ein Mojito und einmal Calamari. Was kostet das? So, wenn man ich habe den Artikel auch gelesen, ich sag's jetzt nicht. Wenn man so ein bisschen sagt, okay, im Touri-Ort ist es ein bisschen teurer. Ne? Ja, aber Calamari schon für 19 Euro aus der Fritteuse. Der Rest auch nicht günstig gewesen sein. Komm, es muss ja, also offensichtlich war es ja mehr als gedacht. Ich sag mal so 80. Ich komme da gleich noch zu. Ich habe auch noch einen anderen Artikel, der ein ähnliches Thema behandelt. Ich habe keine Ahnung. Also ich hätte jetzt eher noch gesagt, wahrscheinlich eher so 150. Also irgendwas so zum Haare raufen. Ja, zum Haare raufen. Pass auf, es kostet nämlich, die Rechnung kam, 360 Euro. Ups. Und zwar, was hat was gekostet? Calamari, 148 Euro. Milchshake, jeweils 38 Euro. Salat, 28 Euro und das Brot zum Salat 14,50 Euro. Ja, so kann es gehen. Es ist aber wohl so, dass tatsächlich, also insofern für Mykonos-Reisende ein ernst gemeinter Verbrauchertipp, das ist da wohl eine Abzocke, weiß nicht, ob auf der gesamten Insel oder hier in Mykonos-Stadt, aber es wird hier dann noch, werden so auch ein paar User zitiert und es gibt auch, na, lässt sich die Seite hier noch finden, ja. Scroll mal auf die nächste Seite. Es gibt auch noch den Hinweis von einem User, da hat wohl die Reiseleiterin gesagt, hier in den Ort, oder weiß ich, hier steht jetzt Ort, aber da boykottieren sie die Gastronomie, weil die Leute dort eben öfter abgezockt werden. Also insofern Augen auf beim Calamari-Kauf auf Mykonos. Ich hänge da noch mal was dran, einfach weil es jetzt passt. Ich hatte das eher nur nachgerichtet. Hier ging es, das ist dann tatsächlich sogar vor Gericht gegangen, der Streit, was da bezahlt werden soll. Also da ging es um eine Flasche Champagner. Und da geht's, da war der Beklagte, der den Preis nicht bezahlen wollte für eine extra große Flasche Champagner, die er vor knapp einem Jahr in einem Frankfurter Restaurant bestellt haben sollte. Da hätte ich jetzt auch mal die Frage, Schätzungen, was diese Flasche oder was ihm für diese Flasche berechnet wurde? Flasche Shampoos? Ja. Aber der extra große. Ja, das ist tatsächlich relativ Magnum. Nebukadneza gibt es auch noch. Und weiß nicht, wie die Dinger alle heißen. XXXL. Irgendwas. Es ist die sogenannte, also die Größe der Flasche, das ist die sogenannte Methusalem-Flasche. Methusalem, jetzt weiß ich natürlich nicht. Der Günther, das weiterhilft. Der Günther, der wüsste wieder genau, was für eine Pulle das ist. Aber das hört sich größer an, ja, und wenn du die in einem Club dann kaufst. Das vierfache Volumen einer Magnum-Flasche. Ja, ich sag mal 500 Euro. Mhm. 1000. Der Ben? 12.000. Ah, der Ben ist nicht dran. 13.000. Es ging um 13.000 Euro, was die Flasche gekostet hat. Also der Gast der Rechtsstreit entzündete sich daran, dass der Gast behauptet hätte, ihm sei ein Preis von 1.300 Euro genannt worden und nicht 13.000 Euro. Und die Betreiberin des Restaurants hat ganz klar gesagt, nein, es ist 13.000 genannt worden als Preis und es ist halt auch eine, in dem Fall 6 Liter Flasche Röderer Kristall. Das, ich bin jetzt nicht so im Champagner-Thema drin, aber es klingt nobel. Und wie gesagt, die Flasche zum Preis, das Angebot, weiß nicht, ob man vom Angebot sprechen kann, vom Preis von 13.000 Euro, hätte er seinerzeit begeistert angenommen. Da wollte mal einer einen dicken Max machen und auf dicke Hose vor den Geschäftskunden oder wem auch immer. Ja, das ging so ein bisschen in selbige Hose quasi und auch ins Geld. Also das nur so als kleine Randnotiz ergänzend zu der zu deinem griechischen Bestellpreis. Aber offensichtlich kannte der den Preis vorher. Genau, also das war so ein Nobelrestaurant halt irgendwie und War der Preis denn Abzock oder war das denn normal? Ich glaube, der ist, also ich würde jetzt mal unterstellen, so ein Preis, wie gesagt, in dem Segment trinke ich selten etwas im Lokal, muss ich gestehen.
Zu also, klein, ja, Flasche. Genau. Obwohl, 6 Liter Sekt oder Shampoos stößt einem dann schon mal auf, würde ich sagen. Also, keine Ahnung. Also, es ging eher darum, dass er gerade behauptet hat, quasi, er hätte nur 1300 Euro und nicht 13.000 Euro. Naja. Und er hat aber bezahlt am Ende des Tages. Also, das ist vor Gericht gelandet, aber wo es dann in. Er hat dann am Schluss dann doch klein beigegeben und hat das bezahlt. Aber das stand dann so in der, also das wäre ihm so mitgeteilt worden quasi, dass die Flasche auch 13.000 Euro, das geht ja ein bisschen in eine andere Richtung als das, was du sagtest, als dass da ja dann offensichtlich die Preisliste vorher nicht gezeigt wurde. Ja, ja, genau. Also es ist schon irgendwie was anderes, aber beides irgendwie krass, ne? Ich meine, stell mal vor, jetzt, der hat den Preis tatsächlich ja gekannt, aber irgendwie du hättest tatsächlich irgendwie so eine falsche Vorstellung, ne? 1.300, 13.000 hättest du nie genommen. Und dann stehst du da plötzlich da. Ich meine, kannst du ein Auto verkaufen? Ich wäre bei 1.300 schon raus. Kommt aufs Auto an. Ja. Genau. Deins geht, glaube ich, gerade für 1.300 auch gut weg. Also maximal. Ja, aber es zeigt ja diese, Erwartung, dass es 1.300 kostet, das haben die Jungs ja hier teilweise auch geschätzt. Also, dass es man eher so eine Flasche vielleicht in dem Segment vermuten dürfte. Ja. Na, so, aber das nur so am Rande, weil das Sommer mit der Geschichte um die Ecke kam. Wie geht's denn jetzt weiter? Ist das aber laut hier. Wie geht's denn jetzt weiter? Ja, jetzt habe ich gerade in Haribo-Glas gegriffen. Also, ich habe quasi, dann hätte ich doch noch eine schöne Geschichte. Dann, ich sag mal, sagt euch der Name Alexander Sengpiel etwas? Bonus da. Nee. Was machst du? Machst du jetzt diese Magnum-Schokoladentafel auf? Die ist aber. Die ist teuer. Ja, ja, die ist doch extra in dem Glas drin. Da wird man. Na gut, also er ist Luft- und Raumfahrtingenieur. Aber er ist noch etwas. Bonus da. Nein. Okay. Noch jemand was außer Pornstar? Der Sengpiel. Sengpiel. Der Name ist aber, also hat jetzt. Ja, gut, Künstler. Luft und ja, Raum. Künstler geht so ein bisschen, das ist, also Künstler ist so ein weit gefassten Künstlerbegriff, ja. Unter Wasser. Unter Wasser? Taucher, Schnorchler. Romantischer. Romantischer. Unter Wasser Candlelight-Dinner. Der organisiert unter Wasser, der organisiert unter Wasser Dinner. Nein. Nee, Unterwasserkünstler, der macht dann irgendwelche Performance unter Wasser. Ja, bis zu einem gewissen Grad. Ach so, der ist Meermann. So, das ist statt nicht mehr Jungfrau, sondern Deutschlands schnellster Meermann. Quasi. Und der hat also quasi ein hautenges Meermann oder Kostüm und ist und bringt auch, er ist auch Lehrer, ist also neben dem sportlichen Aspekt, dass er tatsächlich auch auf Tempo schwimmt, bringt der anderen auch das Meermading bei. Das bald will er bei den Weltmeisterschaften in China abtauchen. Also man müsste es wahrscheinlich Mermaiding aussprechen. Mermaiding, okay. Um es hier verständlich zu machen, aber. Genau. Und da trainiert er dann halt. Also ich habe hier auch mal Kostüme. Also er hat tatsächlich... Oh, der ist ja gar nicht mal so sportlich, so von der Figur. Also aber ist geil. Jetzt nicht so ein völlig austrainierter Adonis. Aber ich glaube, gute... Aber die Teile hatten meine Töchter auch. Ja. Tatsächlich, da waren wir immer... Was für Teile? Die Haare? Nee, die Haare auch. Aber dieses... Das ist so ein Kostüm, das du ziehst im Endeffekt unten... Du gehst in so, sieht es so wie so Badeanzugstoff und das macht dann halt sozusagen den Fischleib unten und da stecken so Flossen, so ein Doppelflosse quasi mit zwei Füßen. Genau. Und da gehst du so rein und dann ziehst das alles hoch und dann sieht das tatsächlich aus wie ein Fischschwanz. Genau. Und dadurch, dass du da Flossen drin hast, kannst du wirklich sehr gut schwimmen. Du hast so eine, nennt sich Monoflosse, also das Monoflosse, quasi, genau, das war das Wort. Und also ich habe das auch mal das war der Hingucker. Einen Bericht darüber über Frauen gesehen. Das sieht ja auch sehr toll aus unter Wasser. Ja, sieht auch bei Männern auch toll aus. Also hier, guck mal. Okay. Also er ist da jetzt gerade in einem Schwimmbad unterwegs. Also insofern hält sich jetzt meine Begeisterung in Grenzen. Wenn es jetzt irgendwie so schön an den Malediven wäre, so, dann würde es irgendwie noch besser aussehen.
Ja. Genau, das ist jetzt im Schwimmbad der Dachau übrigens. Aber auch das noch. Aber das Wichtige ist halt auch, also er bringt halt einfach da auch natürlich auch so Rettungstechniken etc. dabei. Also das ist schon so ein bisschen, arbeitet dann auch mit zwei Barbie-Meerjungen Menschen, also Ken und Baby Barbie, und fängt dann quasi so an, theoretischen Unterricht und dann auch praktischen Unterricht, und lehrt andere das Mermaiding. Fand ich eine wunderschöne Geschichte. Ja. Sehr schön. Sag mal, bevor wir jetzt hier die Süßigkeiten-Knisterei hier weiter... Genau. Ich habe jetzt was ziemlich Ekelhaftes, das habe ich aus dem Urlaub mitgebracht. Das ist, also es nennt sich, das ist eine Dose, ich habe auch nur eine gekauft, weil es so ekelhaft ist. Das nennt sich aus den Niederlanden, es ist Rookworst-Weizen. Das heißt, Weizenbier mit so einer Rauchwurst, Bockwurst-Geschmack. Schon wieder? Schlenkerlei. Oh nee. Boah, bist du pervers, Beef. Ja, ich dachte, ich bringe mal was Ekelhaftes mit. Deswegen habe ich ja nur eine gekauft, aber da bin ich jetzt alle mal so ein bisschen durch. Genau. Hast du zu Hause einen Folterkeller? Magst du sowas? Ach, nur so ein Darkroom halt. Da riechst du nach Schinken. Stimmt, das passt ja auch noch. Der hat ja sowieso immer die Schinken da hängen. Mit Schinken und Stracke wirst du gepeitscht. Ich habe das aber witzigerweise auch noch nicht probiert. Also für mich ist es auch quasi Premiere. Also wirklich nur so einen ganz kleinen Schluck, bitte. Ja, ja. Weil oh, das riecht aber gut. Danke, danke. Ja. Wie wenn man so eine Packung Bacon aufmacht. Mhm. Gut. Aber will man das in seinem Bier? Ja. Ja, sonst ist Bockwurst dazu irgendwie und trinkst ein Bier. Ich kenne nur Bockwurst. Ist mit Alkohol auch. Die Dose sieht auch schon so mutwillig fies aus. Ja, ja. So, hat denn schon mal irgendeiner probiert? Nee. Dann also dicht an den tausendjährigen Eiern vom Sommer. Prost. Ja, geht aber fast. Echt, schmeckt doch voll scheiße. Ich habe noch Schokolade im Mund. Liegt ja, könnte sein. Noch eine ekelhaftere Mischung. Oh. Ja, aber das ist so der Geschmack, wenn du so in der einen Hand hast du so die Bratwurst und in der anderen Hand. Ja, jedes Weizen. Für sich ist ja okay, aber. Naja, dann. Also, ich hätte jetzt Lust auf Bier und Bratwurst. Ja. Yeah. Aber wir haben nur Schokolade. Also wenn dir deine Haut, die kannst du die Dose abhexen, da keine Ahnung. Nee, danke. Das, also hier dieser Aal, diese Wurst. Also die Dose ist ja optisch gar nicht so uninteressant. Oh, schmeckt so, ekelhaft. Komm her. Nee, geh weg. Sau. Bist du noch? Komm, dem schmeckt's. Brot ist auch von nichts fies. Ja, der mag ja so mischige Fleischpeitsche. Ja. Oh, apropos Mann. Fleischpeitsche, das darf ich jetzt nicht erzählen, aber wir haben ja keine Challenge diesmal. Nur weil du gerade Fleischpeitsche im Kontext mit Bier sagst, da habe ich letztens ein Interview mit irgendeiner Kellnerin oder Kneipenbesitzerin oder so auf Mallorca gehört und die dann irgendwie so mit dem Tenor, es wird immer schlimmer, erzählte, dass die Gäste sich da auf Malle immer übler halt daneben benehmen, und dann erzählte sie die Geschichte, dass irgendein Typ stramm da irgendwie in ihr Etablissement reinrennt, also eine Kneipe, sein Pimmel rausholt, den in Bierglas hält, in volles, und wieder rauszieht, einpackt und geht. So als Statement einfach mal. Dann füllen die das wahrscheinlich hier in Dosen ab. So, fand es Trick. Wir hätten das heißt, auch ohne Challenge es wahrscheinlich geschafft, dass diese Sendung ohne das P-Wort zu beenden. Aber da das ja aus Holland kommt. Ich habe ja die Geschichte extra, Entschuldigung, ich habe die extra nicht groß aufgezogen, aber in dem Zusammenhang, wo der hier sagt, so die Fleischpeitsche, der hat es einfach gepeitscht, das Bier. Du willst jetzt sagen, dass der holländische Pimmel nach Bockwurst schmeckt? Nein, keine Ahnung. Aber Ricardo. Die sind aber frittiert, das ist auch keine Freude, glaube ich. Der Brollo hat mir einfach Bilder in den Kopf gemacht, wenn der hier dieses Bier trinkt und sagt, das schmeckt nach Fleischpeitsche. Das ist ja wohl mein Synonym für das männliche Geschlechtsteil. Tut mir leid, da habe ich die Geschichte doch nochmal aus dem Hinterkopf gekramt. Ich hatte sie jetzt jugendkonform schon längst verdrängt. Na egal. Ich erzähle euch mal jetzt ganz kurz, bevor ich das vergesse und der Brollo mich dann irgendwie noch anhauen muss, erzähle ich mal ganz kurz eine Geschichte, die ja auch mit Medien zu tun hat, jetzt mal ein bisschen ungewöhnlich, weil es geht
um ein Video. Das habe ich jetzt nicht zugeschickt bekommen, sondern hier wird gegeiert. Ey. Das ist unfassbar. Der kotzt gleich. Ich mach gleich die kotzende Katze hier. So. Wer hat denn auch ihr Bockwurstbier? Die hat wahrscheinlich auch in Dose getrunken. Also, ich habe jetzt, es geht um ein Video, das ich nicht zugeschickt habe, sondern das im Status bei WhatsApp von einer Bekannten von mir eingestellt war. Und da habe ich mich so ein bisschen mal wieder ausgekotzt danach. Und zwar beginnt das Video damit, dass irgendwie eine Liste gezeigt wird, die dann so von Platz 1 bis ganz weit runter, immer weiter runterläuft. Eine Liste der wärmsten Länder der Welt. Und das fängt dann irgendwie an mit Platz 1 Burkina Faso und dann kommt die Durchschnittstemperatur dazu und dann geht die Kamera so weiter und dann heißt es so, Moment noch, ja, gleich haben wir es, Moment noch, es geht immer weiter runter und dann ist irgendwo auf Platz 180 oder so, kommt dann Deutschland mit einer Durchschnittstemperatur von, was schätzt ihr, was haben wir für eine Durchschnittstemperatur? 11 Grad? 14 Grad. Ja, ich hätte auch so 15,6. Nee, der Apollo war gut, 9. 9, irgendwas. Wir haben eine Durchschnittstemperatur von 9, irgendwas. So, und dann kommt jetzt das, worüber ich mich so aufgeregt habe, aber auch erst irgendwie so bei längerem Nachdenken. Dann kommt nämlich der Kommentar dazu. Am Ende, Liste der wärmsten Länder der Welt, sortiert nach Jahresdurchschnittstemperatur. Auf Platz 188 findet sich hier Deutschland mit einer Jahresdurchschnittstemperatur von 9,49 Grad Celsius. Deutschland gehört also zu den kältesten Ländern der Welt und verabschiedet dennoch bald einen Hitzeplan zum angeblichen Klimaschutz und zur Vermeidung von Hitzetoten. So, was fällt euch dazu ein, bevor ich euch jetzt mal sage, was ich dann gemacht habe? Ja, typisches Querdenker oder Schwurbler-Tum. Ich meine, Hitzetoten, man könnte ja auch sagen, die Deutschen sind nichts gewohnt, die fallen schon bei 35 Grad um. Ich ja, hätte jetzt... Achso, mein Backofen hat auch eine Durchschnittstemperatur von 20 Grad, aber alle zwei Tage auch mal 200. Das ist der Punkt. Also er ist einfach einer, der keine Ahnung von Statistik hat. Ja, das ist wirklich, habe ich gedacht, ha, ist das irgendwie lustig oder was? Und dann kam dieser Text dazu. Ich habe dann nämlich mal Folgendes gemacht und habe mir gedacht, da gibt es doch bestimmt ein Land, wo man diesen Schwindel irgendwie gut mit aufliegen lassen kann. Habe selber geguckt. Bin sehr relativ schnell auch bei Kuba gelandet. Kuba, jetzt muss ich hier mal gerade wechseln, Kuba ist 120 Plätze besser als Deutschland in diesem Ranking. Was glaubt ihr, was haben die für eine Durchschnittstemperatur? Was schätzt ihr? Also höher. Ja, höher, klar. Ja, keine Ahnung, 18 Grad. 14. 18,5. Nein, 26 Grad. 26 Grad Durchschnittstemperatur. Und was glaubt ihr, was für eine Höchsttemperatur haben die? 27. 50. Nach genau so einem habe ich eigentlich gesucht. Ben, du bist gar nicht schlecht, aber es sind nur 32. Es sind 30 bis 32 Grad. Heißer aber die Ausschläge sind halt nicht so groß. Ja, 30 bis 32 Grad. So, was sagt uns das über diesen Ansatz mit der Durchschnittstemperatur, die Sinnhaftigkeit eines Hitzeschutzplans zu beurteilen? Ja, man müsste ja eher die maximalen Ausschläge sozusagen. Wir haben in den letzten Jahren jeden Sommer 10 Grad höhere Höchsttemperaturen als Kuba, sind aber 120 Plätze tiefer als in der Durchschnittstemperatur, weil wir nun mal einen Winter haben hier in Europa. Spanien übrigens, was glaubt ihr, wo ist Spanien auf welchem Platz? Wenn Deutschland 188 ist. Ich glaube, gar nicht so weit. Nee, Spanien, da wird es ja auch kalt. Du wirst alle Länder, die jetzt, sag ich mal, mehr oder weniger um den Äquator rumliegen, die haben ja quasi im Prinzip A, keine Jahreszeiten, also in dem Sinne, wie wir es kennen jetzt, mit mehr oder weniger kaltem Winter und warmem Sommer. Das heißt, alles, was in dieser tropischen Zone ist, rund um den Äquator und so weiter und so fort, wird alles irgendwie so ähnlich wie Kuba, dann in irgendeinem, ja, geringere Ausschläge in die Extremata sein und so weiter und so fort. Ja. Dann hast du, ich nehme an, selbst so Wüstenstaaten sind noch gar nicht mal so weit vorne, obwohl die ja teilweise sehr hohe Temperaturen haben. Aber in der Wüste wird es halt nachts einfach auch schweinekalt.
Also das ist halt tatsächlich auch so. Das heißt, das ist dann auch wieder relevant, wo wird die Wärme gehalten, wo wird sie nicht gehalten. Also sind die Regionen stark bewaldet, sind sie stark bebaut, etc. etc. Also das sind ja alles so Themen. Also das ist einfach völlig falscher Ansatz. Das ist so ein bisschen irgendwas, ich habe irgendeine Zahl und die macht aber in dem Fall überhaupt keinen Sinn. Ja, ja. Und Spanien, um das noch aufzulösen, ist auf Platz 158, wie der Ben sagte, gar nicht so weit weg von Deutschland und ist, hat 14 Grad Durchschnittstemperatur und es wird ja wohl keiner irgendwie bezweifeln, dass die ein Problem mit Hitze haben. Ja, also es ist durch und durch schwachsinnig und ich frage mich wirklich, jemand, der sowas produziert, hat der das wirklich nicht gesehen oder hat der das gesehen und denkt, die Hälfte der Leute, denen das geschickt wird im Laufe der Zeit, wie es viral geht, raffen es nicht und damit erreiche ich mein Ziel trotzdem? Also ich glaube, es sind zum Teil Leute raffen es nicht und zum anderen Teil lesen das Leute, die es lesen wollen und die genau dieses Ergebnis lesen wollen. Also das geht ja in bestimmten Bereichen rum und dann liefert jetzt halt irgendeiner eine pseudowissenschaftlich belegte Zahl und dann ist das ja wieder gut. Also das ist, glaube ich, der Hintergrund. Ja, ja, ich frage mich halt nur wirklich, also ich war jetzt wieder beim Stichwort Dummheit halt angekommen. Ist das einfach Ausdruck von totaler Dummheit oder ist das einfach nur dreist? Das habe ich mich halt gefragt. Ich hole mal aus der Bildungsecke kurz das sogenannte Hennens Razor raus. Schreibe nicht der Böswilligkeit zu, was durch Dummheit hinreichend erklärbar ist. Okay, gut. Gut, also wenn ich mich danach richte, dann sage ich mal oder gehe davon aus, dass derjenige einfach nur doof war und nicht böswillig. Ja, Stichwort Dummheit, als hätte ich es geahnt, habe ich hier einen kleinen, schon gut gealterten Radiomitschnitt mitgebracht, wo jemand auch zeigt, dass Dummheit leider um sich greift. Okay, spell ACDC. AD. Do you believe this? AC. I'm going to ask you again. Hang on. How do you spell ACDC? ADAC. Mark. One more time, Mark. I'll tell how you do what, you spell ACDC? I'll kill you in a minute. Marcus. Yeah. Mark. Yeah. Yeah, say ACDC. How do you spell ACDC? Spell ACDC. How do you spell ADDC? Oh, I'm getting this all wrong. You are, Mark. You are. You're getting it seriously if wrong, Mark. If you've just tuned in, Mark is from Greenacre. Mark. We're going to give him a copy of ACDC's new album, Stiff Upper Lip, if he can spell ACDC. Mark, just spell ACDC. ADDC. Oh, you idiot. It's ACDC. ACDC. Look, shut up a sec. ACDC. Just say that. ACDC. Yes! Eine wunderbare Geschichte. Ja, die CD hat er ja hoffentlich bekommen auch. Ja, das ist wohl verdient, ne? Ja. Also, keiner musste so hart ran. Ich hasse es ja eigentlich, wenn die im Fernsehen immer so diese ganz simplen Quizfragen stellen, aber offensichtlich gibt es Leute, die daran auch noch scheitern. Am Abgrund der Dummheit. So. Okay. Stressbedingt. Am 1. Juli war ein ganz besonderer Tag. Wisst ihr, welcher Tag das war? 1. Juni? 1. Juli. Ja, 1.7. 1. Juli war das. 1.7. 1.7. Ja. Keine Ahnung. Der Bobby Bonilla Day. Nee, Bobby Bonilla, sorry. Bobby Bonilla Day. Sagt euch das was? Also nach dem, was du geteasert hast, wird das ein Baseballspieler sein. Oh, du bist gut. Yeah! Spell ACDC. ADCD. Nein, das ist tatsächlich ein Baseballspieler und ich konnte das erst gar nicht glauben. Und dann habe ich ausnahmsweise, ich habe das erst irgendwo in der Sportzeitung gelesen und dann aber auch nochmal die Frankfurter Allgemeine zu Rate gezogen, aus der ich jetzt hier zitiere. Ein allgemeines Thema im US-Sport, aber er macht es halt, oder bei ihm wird es auf jeden Fall jetzt in die Presse gebracht, vielleicht auch schon länger. Bobby Bonilla hat 19 Jahre lang Baseball gespielt und zuletzt für die New York Mets. Und der kassiert jedes Jahr am 1. Juli 1,1
1,93 Millionen Dollar, bis er 70 Jahre alt ist, also bis ins Jahr 2035, der ist jetzt 60. Das ist mal ein geiler Vertrag. Wie kann sowas sein, dass der spielt schon 15 Jahre nicht mehr. Oder wahrscheinlich so. Haben sie ihm damals gesagt, wenn du bei uns einen Vertrag unterzeichnest, kriegst einen Rentenvertrag, wir zahlen dir, bis du 70 bist, so und so viel Kohle. Habe ich auch erst gedacht, ist aber nicht so. Sind da Verpflichtungen mit verbunden? Nee, nur zur Bank gehen, abheben. Das Witzige ist... seinen Namen für irgendwas nutzen? Oder? Nee, auch nicht. Also, da hat er einen bestimmten Drive gefunden, wie der Ball geworfen wird oder was auch immer? Auch nicht. Also der hat das gleiche Arrangement auch mit seinem vorherigen Club, dem Baltimore Orioles. Bei denen kassiert er sogar seit 2004, danach ist er zu den Mets gegangen, bis zum Jahr 2039 auch nochmal $500,000 jedes Jahr. Hat er sich sein Gehalt nicht auf einen Rutsch auszahlen lassen? Oder ist am Anfang schon, doch. Aber da kommen wir in die Nähe. Ja, auch so ähnlich. Also im US-Sport, die haben ja immer diesen Cap, diese Regeln, dass sie nur einen bestimmten Amount, also einen bestimmten Betrag pro Jahr ausgeben dürfen. Und dort ist es so, wenn die einen Spieler loswerden wollen, gibt es natürlich vertraglich festgelegte Ausstiegsklauseln oder Summen, wo sie dann ihn quasi aus dem Vertrag rauskaufen können. Mhm. Und bei Bobby Bonilla und den New York Mets waren es irgendwie 5,4 Millionen oder 5,9 Millionen Dollar, 5,4 Millionen Euro, als sie ihn 99 loswerden wollten. Allerdings wollten sie das, um diesen Cap nicht zu reißen, nicht auf einmal zahlen. Die haben gesagt, wir zahlen dir jetzt 25 Jahre lang lieber jedes Jahr 1 Million Dollar, als einmal 5,4 Millionen Dollar. Und hat er gesagt, jo, mache ich. Also ich sag mal so, wenn mir mein Arbeitgeber das anbieten würde, wäre ich auch dabei. Ich wollte sagen, also der Typ hat mal alles richtig gemacht. Also von zwei Vereinen 1,5 Millionen und das für schlappe 25, ja. Bei dem anderen Fall sogar 35 Jahre. Geil. Ja, da muss man immer fast vergleichen, wenn man das mal zusammenrechnet, mit unseren Fußballstars. Also da kommt er, kann sich sehen lassen. Ja, und er kriegt nur 8% Zinsen jedes Jahr. Also es wird tatsächlich auch noch höher. Also inflationsbereinigt sozusagen. Also top ja, verhandelt. Wenn du das aufzinst, das ist also eine mächtige Asche. Ja. Konnte er besser rechnen als die Vereinsvorderin damals? Oder, Ja, ich glaube, die haben einfach sehr kurzfristig gedacht. Haben gesagt, so, wenn wir jetzt hier 5,5, dann können wir vielleicht irgendeinen anderen Deal nicht machen und so, weil die da eben diese Caps haben. Und dann haben sie gesagt, okay, dann machen wir das jetzt. Aber das 25, ist doch wie in der Politik. Das ist doch nach ein paar Jahren, wenn du da auch nicht mehr bist, ist das auch das Problem eines anderen. Ja, ist wohl wahr. Ja, und ich habe erst gedacht, weil das in mehreren Artikeln stand halt, heute ist Bobby Bonilla Day. Und ich dachte so, ah, das ist eine ganz besondere Anekdote aus dem US-Sport. Cool. Aber es gibt tatsächlich auch noch andere Spieler, ich will sie jetzt nicht alle nennen, aber es gibt noch andere, die das machen. Zum Beispiel einer von den Cincinnati Reds, der hätte noch 116 Millionen Dollar kriegen müssen und das haben sie dann auch wegen diesen Cap-Geschichten einfach mal über 20 Jahre oder so oder aber wenn er mehrere nur, Jahre ich meine, rein rechnerisch, also ich will jetzt als Mathefuchs hier, aber wenn er ungefähr 5,4 Millionen oder 5,9 Millionen Dollar irgendwie hätte gezahlt werden müssen und er dann 25 Jahre lang etwas über 1 Million kriegt, hat er wirklich einen guten Deal gemacht. Also warum haben die sich dann so weit da, es ist dann wirklich... Ja, offensichtlich sich freikaufen haben sie kurzfristig gesagt, ich will jetzt auf keinen Fall diese große Summe zahlen. Okay. Also wir haben sich quasi in dem Jahr fast 5 Millionen gespart und waren dann dafür bereit, quasi das, ja, eigentlich das Fünffache auf den Tisch zu legen, ja, cool, über die Jahre. Und also hat sich für die dann gerechnet. Also ich rufe meinen Arbeitgeber auf. Darf ich mal fragen, wir können reden. Was für eine Granate war denn das? Der ist, also das ist schon ein guter Spieler wohl gewesen, der war zweimal All-Star in Amerika, irgendwie Third Baseman, also steht da an der dritten Base rum und konnte wohl besonders gut, also das ist ja sozusagen, wenn die defensiv stehen, die da an der Base und wenn die dran sind, dann schlagen die ja auch und da war wohl auch recht erfolgreicher Hitter
und damit eigentlich beliebt, aber irgendwann wollten sie ihn halt nicht mehr haben. Und dann haben sie diesen Deal mit ihm geschlossen und er hat dann kurz danach seine Karriere beendet und gesagt, okay, ja, warum I can live with it. Ja. Let's call it a day. Ja, Bobby cool. Bonilla Day. Das irgendwie, ich habe jetzt von irgendeinem Fußballer, war es glaube ich, gelesen. Nee, Tennisstar. Es gibt irgendeinen Tennisstar, jetzt nur ganz kurz dazu, der auch gut ist und auch Schweinegeld verdient. Und der hat jetzt im Interview gesagt, dass er Tennis hasst. Er hasst das, er macht es nur wegen der Kohle. Und das fällt mir jetzt nur ein, weil der Typ direkt dann aufgehört hat. Also er hat auch nicht unbedingt Baseball geliebt. Also man weiß es nicht. Nein, aber der hat 19 Jahre gespielt. Der ist ja, okay, heute schon 60. Also das heißt, wenn der 1999 aufgehört hat, dann war der auch schon 46. Auch wahrscheinlich ein Alter, wo man dann seine Baseballkarriere aufgeben kann. Ja. Bobby Bonilla Day. Gut, das war diese Geschichte. Damit habe ich eigentlich alles aufgelöst. Hat es einer noch nicht, sonst wäre es eigentlich fast schon Zeit für den unseren Alarm. Aus. Alarm, der Paulo, ne? Kann ja dann trotzdem noch seine Story, die hier gerade im Anschlag hat. Schon aufgefaltet. Ich habe übrigens nebenbei nochmal, während Bobby Bonilla habe ich... Ja, red weiter. Ich habe mir für noch, die richtige Unter... Nochmal ein Bier mitgebracht, das nennt sich von Herzog Jan und heißt so wie das, was euch abgeht, Charakter. Und ja. Tja. Können wir gleich noch mal probieren. Also. Ja, warum hast du denn das Blonde da nicht aufgemacht? Das können wir auch noch aufmachen. Also wenn dir das nicht dann schmeckt, Prost. Ich trinke dein Glas aus. Ich habe nämlich heimlich schon genippt. Du hast schon genippt, ja dann. Wohl sein. Stößchen. Prost. Stößchen. CSD. Ich war ja letzte Woche, habe ich mal Homeoffice in Mannheim gemacht. Und weil ich da unbedingt die Streetart fotografieren wollte. Also meinst du es nicht? Du hattest ja letztens schon gesagt, dass du eher der Herbe bist. Ja, ja, genau. Und da sagen die immer Tschüssi. Nee, Ciaoi, sorry. Auch unironisch. Nee, Ciaoi sagen die da, Ciaoi. Ja, unironisch. Mannheim. Ah, Ciaoi. Tschüssikowski. Ich lese jetzt mal vor, ja. Ich habe tatsächlich was gefunden. Ich bin ja eher so ein bisschen nerdig unterwegs in so einem IT-Security- und Hacker-Blog von einem gewissen Bruce Schneier, einer Koryphäe im Bereich Hacking und IT-Gedöns. Der hat aber ab und zu hat er mal auch so ein bisschen was, also Hacking im weitesten Sinne. Und er hat tatsächlich einen sogenannten Tax-Hack mal. Also man könnte es auch pessimistisch Steuervermeidungstrick mir nahegelegt und der führte mich auch sogleich zu einem kleinen Ausschnitt aus einem englischen oder ich glaube britischen Blog, der sich nennt No Such Thing as a Fish. Und die sind ganz witzig, also die haben ein paar Hörer mehr als wir, unwesentlich, und aber ein sehr ähnliches Konzept, nämlich die beschäftigen sich tatsächlich wöchentlich mit seltsamen Fakten, die sie eben so alle paar Tage zusammentragen und so weniger auf Medien fokussiert, aber wir hatten mittlerweile auch schon so viele bizarre Dinge bei uns, das hätte eigentlich auch schon fast reingepasst und deswegen bringe ich es mit und der liebe Ben spielt da gleich mal ein bisschen was vor und ich glaube danach ist dann noch alles gesagt. Was mache ich, wenn ich die bei uns GEMA nicht bezahlen möchte für mein kleines Konzert? Age in Holland and the crowds in Belgium and then we waited for the copyright collector to come by. Right. And he said you have to pay. I said no. Music is in Holland. And I said yeah, of course, but there's a crowd here. Yeah, they paid in Belgium. Oh. And wow. We didn't pay. Yeah, that's didn't genius. Pay. Yeah. Ja, für die kleine aufstrebende Band. Dazu kam, das haben die noch ein bisschen erzählt, dass offenbar Belgien und Holland gar nicht so klar getrennt sind, weil da ab und zu hier und da nochmal so ein Fürst damals bei der Aufteilung sich gedacht hat, nee, ich bin eigentlich aber lieber da und ist, ne, dann sind nochmal ein paar hundert Quadratmeter, vielleicht auch Kilometer. Also Enklaven, oder? Enklaven, was? Ja. Ja. Müsste ich mich mal mit beschäftigen, werde ich euch dann nächstes Mal einen kleinen Vortrag zu halten. Aber ja, so kann man es eben auch machen. Und über dieses Phänomen hat dieser Podcast hier berichtet? Oder wie kommst du jetzt darauf? Ja, das war jetzt ein Ausdruck aus dem Podcast, den man sich auch, wenn man das Englische. Also, und die hätten die Typen da eingeladen, oder? Nö, die Typen, die sind da drauf gestoßen. Das hat dann so eine kleine Runde gemacht über den Schneier zu mir.
Und deswegen habe ich euch das jetzt vorgetragen. Du bist ja echt geil vernetzt, Polo. Und ich bin quasi, ja, dieses Internet bei mir zu Hause, das ist wie mein Aufgabe. The Internet. You broke the Internet. Hast du es immer noch im Keller stehen? Ja, klar. Okay. Habe ich gerade letztens wieder meinen Kollegen aufoktroyiert, diese Folge. Für alle die es nicht wissen, worum es geht, IT-Crowd, die Folge 9, glaube ich, von der dritten Staffel, The Internet. Bitte googeln. Es ist großartig. Und auch die Notrufnummer. Ja, nee. Soll ich jetzt noch kurz vor meinem Quickie das, was ihr angeblich auch gelesen habt, hier Beef und Ben, ganz kurz und schmerzlos reinhauen, mit wie man mit einer Aktion 20 Jahre Arbeit kaputt machen kann? Ich hätte es schon gern gewusst. Du hättest es schon gern gewusst, okay. Ja, drei von vier Leute wissen es. Drei von vier Leute wissen es. Ganz einfach, Folgendes ist passiert. Eine Putzkraft, in dem Fall eine männliche Putzkraft, also ein Putzmann, ist in einer Stadt im Bundesstaat New York angestellte Putzkraft in einem Forschungsbereich einer Hochschule, und dort ist irgendwann ein Gefrierschrank defekt und der macht einen furchtbaren Lärm. Und was macht die Putzkraft? Die ist genervt, zieht den Stecker und schwuppdiwupp, alles was da drin ist, ist natürlich am Arsch. Nur jetzt, was war da drin? Da war drin Forschungsarbeit von 20 Jahren und die Forscher waren wohl angabegemäß kurz vor einem potenziell bahnbrechenden Durchbruch zum Bereich Photosynthese, und alles im Arsch. Und das Ganze geht jetzt vor Gericht. Und wieso geht das jetzt vor Gericht? Ganz einfach, also ich weiß nicht, wie kann sowas passieren, muss man danach, wenn man das gelesen hat, schon sagen. Die Forscher waren nicht doof. Als der Gefrierschrank kaputt gegangen ist, waren die nämlich dabei und sind hingegangen und haben Maßnahmen zum Schutz des Kühlguts, der Proben eingeleitet oder vorgenommen. Nämlich, erstens, sie haben ein Schließfach, was auch immer das genau heißt, oder ein Schließfach an der Steckdose angebracht, ein großes Warnschild an der Tür, das den Hinweis enthält, dass sämtliche Putzmaßnahmen nicht durchgeführt brauchen. Und dass der Gefrierschrank unter keinen Umständen abzuschalten ist. Gleichwohl hat der Tuppes die Stromzufuhr durchbrochen und dadurch Forschungsmaterial im Wert von rund 1 Million vernichtet. Tja. Das ist dumm gelaufen. Das wollen die jetzt zurückhaben vor Gericht. Und sie verklagen die Firma, die Putzfirma. Sie hätten den nicht genug ausgebildet. Aber jetzt mal ganz ehrlich, meint ihr, dass man das, was da passiert ist, durch eine bessere Ausbildung verhindern kann? Also ich könnte jetzt an der Stelle wieder das AC/DC-Zitat spielen. Es gibt einfach total dumme Menschen. Ja. Es ist leider so. Ja, also, vielleicht konnte er nicht lesen. Ja. Oder nur so sehr, ja, gut, oder sehr rudimentär lesen. Okay. Dann kannst du erst mal. Aber wie hat er denn die Steckdose, dann hat er die dann aufgeknackt oder was? Ein Kabel durchgeschnitten, wenn da sogar noch ein Schloss dran war. Keine Ahnung, wenn da sogar ein Schloss dran war. Ich weiß es nicht. Irgendwie hat er das Ding ausgekriegt, es hat ihn genervt. Nicht besonders clever und traurig um die gute Arbeit. Weiß der Teufel, was die da so im Schrank hatten. Zellkulturen waren es. Zellkulturen. Tja. Dumm gelaufen. Hier steht übrigens 20, nicht 25 Jahre. Aber ich... Also Moment. Ich hab der auch hier, ich hab's ja offen, mein lieber Sohn. Ich hab's auch, so Spiegel, ich weiß nicht, ich hatte gesagt. Nee, Kölnische Rundschau ist das hier, ja, glaube ich. Also, ja, komm. Hier steht, oh. So ein Bumsblatt. Bei Fokus steht auch 20 Jahre. Das sind auch 20 Jahre übrigens. Kölner Stadtanzeiger, nicht Rundschau. Bei der Bild-Zeitung, und das wird ja wohl stimmen, steht 25 Jahre. Ja, wenn es da steht. Also 20 Jahre. Bild-Zeitung hat immer recht 25. Oder so. Was steht denn beim Spiegel? 20 Jahre. Scheiß Bild, die übertreiben ja immer. Natürlich. Die Übertreibung ist 1000 Jahre Forschung. Ich nehme das zurück, mea culpa, Entschuldigung.
Das ist der lebende Beweis, dass die BILD übertreibt. Ja. Alle schreiben 20 aber und die schreiben davon, einfach mal 25. Davon leben die doch auch, dass es halt so Typen gibt, so Zwielichtige, die das Zeug lesen und dann in voller Überzeugung weiter schwadronieren. Ja, ja, und das in dem kühlsten Land, was es überhaupt gibt. Da muss man noch einen kühlen Kopf bewahren. Und du musst dir aber auch mal Gedanken machen, Ben, du hast zwei verschiedene Quellen, zwei verschiedene Zahlen gelesen und genau die von der BILD-Zeitung ist die, die dir noch präsent geblieben ist. Tja. Was sagt das uns? Ja, weil die das auch besser hier, guck mal, bei dem Fokus, weil größer Putzkraft. Geschrieben. Die haben es größer geschrieben, genau. Weil die Putzkraft, nein, das ist ja hier in dem Google ist das ja gleich. Putzkraft schaltet Gefrierschrank im Labor ab und ruiniert 20 Jahre, ... War keine Ahnung. Bei der BILD, die schaffen das in eine Überschrift, alles reinzubringen, was wichtig ist. USA, Hausmeister macht Kühlschrank aus, / 25 Jahre Forschung hin. Dann bei Reiser ist er jetzt schon wieder fortgeschritten, da ist es keine Putzkraft, da ist der Hausmeister. Ja. Auch das, befördert. Das ist Beförderung. Was auch immer. Geil, oder? Ja. 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 Augen auf. Augen auf beim BILD-Zeitungskauf. Augen auf beim BILD-Zeitungskauf. Soll ich mit dem Quickie um die Ecke kommen oder habt ihr noch was? Bitte. Ja. Wie ihr wollt. Ja? Also, wieder mal eine Story aus der Kategorie, man kennt das ja, ist jedem schon passiert, vor allem dem Prollo, auch früher noch, wo er viel im Rotlichtbereich unterwegs war. Nein, ganz einfach, stellt euch vor, ja, ihr geht besoffen nach Hause, oder nicht nach Hause, das wäre jetzt schief erklärt, sondern ihr geht besoffen zu einem Freund nach Hause, bei dem ihr pennen dürft, legt euch ins Bett, da liegt eine Frau, ihr knutscht mit der, man zieht sich aus und plötzlich werdet ihr von ein paar Typen verprügelt. Was ist passiert? Die Frau war ein Typ? Nein. War das die Mutter von jemand? Nein, auch nicht. Die Mutter also, von warte mal, der geht, aber Moment, das ist ja schon per se im Ansatz irgendwie ein bisschen schreck. Der geht zu einem Freund nach Hause. Ja. Legt sich ins Bett. Ja. Oder liegt eine Frau zufällig oder hat er die da erwartet? Oder ich meine, der kann ja jetzt nicht zu dem Freund nach Hause gehen und sich zu irgendeiner Frau ins Bett legen. Wer weiß, also die Details gibt die Story nicht her, aber wer weiß, vielleicht haben da noch mehrere Leute übernachtet. Also das klingt wie so ein Handlungsstrang aus diesen Filmen, die ich nicht gucke. Warum liegt hier das ganze Stroh rum? Warum liegt denn da die Olle? Ja, das ist die Mutter wahrscheinlich. Die Mutter und der. Darf ich hier ein Ohr verlegen? Der Kumpel, der zu übernachten kommt. Wie heißt die noch? Fiddlers Mom? Nee. Ja, Stiflers Mom. Stiflers Mom. Genau. Nein, es ist etwas anders. Das Problem ist, der Typ hat sich in der Etage in dem Haus vertan und es ist tatsächlich so, dass durch einen Fehler der Schlüssel auch auf eine andere Wohnung gepasst hat. Der hat sich nicht in die Wohnung des Kumpels begeben, sondern in eine fremde Wohnung, hat sich da hingelegt, hat die Frau, die dort lag, irgendwie angemacht, geknutscht, ausgezogen. Die hat sogar erstmal mitgemacht, bis sie gerafft hat, dass das nicht ihr Ehemann ist. Oh weia. Ist dann ans Telefon gesprungen, hat den angerufen und der kam dann mit ein paar Kumpels um die Ecke und dann haben die den erstmal zusammengeschlagen. Ja, aber immer noch, ne? Also ganz ehrlich, also du gehst zum Kumpel, willst da pennen und dann liegt da eine Frau im Bett und dann fängst du an, dich auszuziehen, die auszuziehen, mit der rumzumachen und denkst so, oh geil. Denk mal an deine besten Zeiten, Ben, das hättest du doch früher auch gemacht. Ja, aber das ist so, schon ein bisschen fahrlässig. Ein bisschen fahrlässig. Was jetzt, die Chance auszulassen oder sie zu nutzen? Ja, also der war, keine Ahnung, also ich finde es auf jeden Fall interessant, dass es überhaupt, also dass er überhaupt dann davon ausgeht, dass es vielleicht nicht von seinem Kumpel die Frau ist oder irgendwie sowas. Ja, wenn die da liegt. Ja, wir brauchen mehr Details. Also das ist auf jeden Fall ein sehr gastfreundlicher Kumpel. Ja, das wäre auch das, was mich so ein bisschen irritiert. Also wenn er dann, also wenn er davon ausgegangen ist, er wäre in der richtigen Wohnung. Was hat er gedacht, welche Frau da liegt? Genau, und wenn er dann ja, so genau. Anfängt, das Freundin versucht die ganze Zeit. Die Frau von dem Kumpel zu befingern da irgendwie, das ist jetzt auch nur so mittelprächtig. Ja, vielleicht war es aber auch so, dass bei dem Kumpel, dass beim Kumpel viel los war. Vielleicht sind die auch mit mehreren Saufen gewesen. Er ist irgendwie dann nach Hause und die waren schon ein paar wieder vorher in der Bude. Hm.
Ja, und steht da irgendwie, wie wurde das dann irgendwie aufgeklärt und haben die Typen sich entschuldigt oder? Entschuldigt? Warum? Nö, die haben sich nicht entschuldigt. Also. Aber da haben wir mal durchgewimst. Das. Also es geht genau das Ganze, ach ja, das hätte ich jetzt fast vergessen, das Ganze ist deswegen rausgekommen, weil es vor Gericht gelandet ist. Und er muss sogar 2400 Euro an die Frau zahlen. So. Wegen sexueller Belästigung? Nee, die haben das wohl, sie haben es wohl, Moment, das wurde vorläufig eingestellt wegen sexuellem Übergriff. Es gibt auch so die Möglichkeit einzustellen gegen Geldstrafe. Da hat er irgendwie 2400 Euro als Auflage gekriegt gegen die Einstellung, als Gegenleistung sozusagen. Er zahlt 2400 Euro und sie stellen ein. Ja. Tja. Gut. Dann muss man da wirklich aufpassen. Ich habe die Geschichte ja schon tausendmal erzählt mit den Schlüsseln und meiner Ente, deswegen tue ich es jetzt hier nicht. Und wer das herausfinden will, muss irgendwie jetzt gefühlte 80 Folgen hören, weil ich glaube, in irgendeiner Folge habe ich das schon mal erzählt mit hast die du Entengeschichte. Kann jetzt, ne? Kann jetzt ich, meine Angriffsversage, die zweite kann ich gar nicht mehr liefern. Dann müsste ich da eben nachgefragt. Was? Habe ich eben noch gefragt, ob noch jemand will. Habe ich nicht, aber bin ich dabei? War ich draußen gerade oder so? Na komm, dann. Nee, ich mach's, also ich kann es auch kurz machen. Ich finde, es ist auch eine schöne Geschichte irgendwie. Donald Triplett, sagt euch das was? 89 Jahre, gestorben. Nö. War Patient Nummer 1. Und zwar war er ein Junge mit der Faszination für rotierende Gegenstände und konnte auch leicht mit Zahlen hantieren, tat sich aber schwer mit sozialen Kontakten. Und er kam als 5-Jähriger in ärztliche Behandlung und erhielt als erster die Diagnose frühkindlicher Autismus. Und das finde ich ganz spannend eigentlich, dass also quasi das Krankheitsbild bis dahin unbekannt war und er also der Psychiater, der ihn dann quasi untersucht hat, der hatte da bereits mehrere Kinder mit ähnlichen Symptomen kennengelernt und hat dann aber quasi einen Artikel über ihn verfasst und das war dann der Fall 1. Also und heute ist ja Autismus schon auch bekannter in dem Sinne und das finde ich ganz spannend, dass dann so quasi ein Kind quasi der Auslöser für sowas war oder der. Also ist das jetzt so 84 Jahre her, dass er die Krankheit... 89, also... Also er wenn er doch schon 5. Also okay, 84 Jahre mit 5 Jahren, sehr gut gerechnet, top. Ja, Bild-Zeitung schreibt hier. Bild seit 100 Jahren. 100 Jahre Jubiläum. Naja, das war echt ganz cool. Also ich sowas fasziniert mich, dass das tatsächlich so an einem Kind dann in dem Fall dann... dass da so der Startschuss irgendwie gegeben wurde und da dann die Forschung weiter ist. Und das Schöne, und deswegen ist das jetzt auch ein schöner Abschluss, dann irgendwie, statt da irgendwie von irgendwelchen Unbekannten durchgewämst zu werden, finde ich halt noch, dass er, der Donald Triplett quasi, dank seiner Familie und auch der Bewohner seines Heimatorts Forest, im US-Bundesstaat Mississippi, konnte er auch die Schule abschließen, er konnte das College besuchen, konnte als Buchhalter arbeiten und reisen. Die Menschen in Forest kannten und akzeptierten ihn, wie er war. Für sie war our guy. Genau. Und er starb am 15. Juni. Stand er irgendwie Pate für Forrest Gump? Oder ich habe so? Es witzigerweise auch überlegt, also ob der Name deswegen abgeleitet wurde, dass das so ein bisschen, ich habe das ja nicht recherchiert, aber das war auch so ein Gedanke, wo ich dachte, ja. Oder vielleicht eine kleine Reminiszenz genau, dass er deswegen an den Patienten. Deswegen Forrest Gump quasi, dass diese um die Ecke rum. Ja. Fand ich ganz cool. Also ich fand das eine schöne Geschichte und ich finde es einen wunderschönen, positiven Abschluss. Ja, auf jeden Fall. Das Leben ist halt wie eine Schachtel Pralinen. So, weiß nie, was man bekommt. You never know what you get. Ja. So, wer heute Abend ins Bett geht und da Leute antrifft, vielleicht erstmal kurz vorstellen. Kurzer Faktencheck. Meine Frau, bin ich in meiner Wohnung? Wo bin ich überhaupt? Stimmt die Körbchengröße? Genau, wer bin ich? Ja, das könnte schon zu viel sein. Könnte knapp werden. Okay, ja, dann haben wir es wieder geschafft und das Schwitzen kann jetzt auch hoffentlich langsam mal aufhören hier in diesem kalten Polarland. Du musst jetzt ja gleich noch die Katzenkotze wegmachen da. Ja, ja. Aber auch verrinne ich mich da. Ich muss dringend los. Genau, ich muss auch weiter. Gut, ich auch. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Tschüss.